Eine gewisse politische Freiheit gibt es wohl schon. Schröder und Fischer wollten nach Jugoslawien beim Irak nicht mehr mitmachen. Und dann haben sie es einfach gelassen. Und das gab Ärger und Konsequenzen, aber es ging. Andererseits macht Scholz eine feste, klare Ansage, wird dann nach Rammstein zitiert, dort ins Gebet genommen und ändert dann schwupps seine Haltung. Vielleicht gibt es eine gewisse Freiheit, aber es gibt auch politischen Druck, Sachzwänge etc. Ich will mit der Aussage kein Gatekeeper sein oder so. Ich bin auch Sozialdemokrat. Tatsächlich, selbstverständlich auch wiederum nicht für einseitigen Wirtschaftslobbyismus, das natürlich nicht, aber für Sozialdemokratie durchaus schon. Und mal im Ernst, alles politische Gerede. Aber man meint noch meiner Meinung nach völlig verbissen, der völlige Wahlsieg einer bisherigen Opposition. Ich bin meinungsmäßig und sowieso im Rahmen der goldenen Regel liberal. Ich sag mir, soll jeder meinen, was er will, meinen und meinen lassen. Aber ich glaub's halt nicht, wenn es mir nicht realistisch vorkommt. Könnte das System ändern? Oder könnte die Gesellschaft ändern? Oder könnte die Politik auf wesentliche Weise vermeintlich verbessern, also ändern? Es gibt geostrategische Zugehörigkeiten, es gibt Langzeitverträge, die längst unterschrieben sind, es gibt Abhängigkeiten und damit fehlende Freiheit und somit auch fehlende Entscheidungsfreiheit. Eine gewisse politische Freiheit gibt es wohl schon. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Kamera noch läuft. Vieles wird aufgeblasen, gerade auch im Wahlkampf, und ist am Ende doch nur ein kleines Etwas an Veränderung. Im Wahlkampf wird viel versprochen und hinterher gibt es dann Kompromisse und Kleinigkeiten und doch nahezu wieder das Übliche. Und das wird meiner Meinung nach auch so bleiben, aber kommt natürlich immer auf den Versuch an, aber ist trotzdem meine Meinung. Deshalb würde ich kein, so wie ich auch zum Beispiel kein sein wollen würde, in Klammern, schon lieber, denn das bringt auf jeden Fall, was es verspricht. Aber ja, in der Politik wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Ich denke, das Sprichwort passt. Das bringt meine zukünftige Erwartung auf den Punkt. So, ich mache wahrscheinlich mal einen Schnitt.